Ja, moin, liebe Urbex-Freunde, hier ist immer wieder auch Tour in einem Schwimmbad einer verlassenen Klinik. Mit dabei immer wieder Team Urbex Discovery. Morgen, grüßt euch. Und auch mal wieder am Start unsere Elisabeth. Nach langer Pause, guten Morgen. Ja, was haben wir denn hier überhaupt? Eine verlassene Klinik, ja? Wollen wir schon mal den Leuten viel Spaß? Viel Spaß beim Video. Attacke, auf geht's. Ich glaube schon mal vorher. Ja? Guck mal, hier ist so eine Art Gymnastikraum hier. Guck mal, Gymnastikraum ist hier. Guck, dass man nicht abrutscht hier. Ich würde da jetzt nicht unbedingt reingehen, erst einmal. Ja. Mhm. Mir fällt jetzt selber auch mal. Zustand hier, muss ich sagen, geht, ne? Geht noch, ja. Aber ich habe schon Bilder gesehen, wie es früher aussah. Und jetzt hat schon ein bisschen, wirst du ja, schon sehen, da ist schon ein bisschen Vandalismus, ist schon. Ich war noch nicht da, aber ich habe es in Fotos gesehen. Ja. Was wollt ihr denn? Boah, ist hier unheimlich, ey. Hier, guck mal, das wohl kleinste Kneippbecken aller Zeiten, ja? Von Inside Kabine. Ja. Ach, kleines Schwimmbad, ne? Aber ich glaube, wenn das hier beleuchtet war, war das auch mal hell. Das war auch nicht so zugewachsen. Da ist das auch schön. Auch ein Becken hinterm Schwimmbad her. Ach, kein Becken, schon ein bisschen Keller, oder? Ach, ein Tauchbecken. Hier ist eine Sauna. Ach, guck mal, ist eine alte Sauna hier. Aber der Zustand ist doch top noch. Ja, ja, sieht gut aus, gell? Ja, guck. Oh, geil, richtig fette Sauna. Ja. Oh. Wenn die Sauna oben ist, nee. Guck mal, liegen die Steine sogar noch drin, diese. Von der Sauna. Müssen wir mal gucken. Heftig, ne? Guck mal, guckt euch mal dieses Tauchbecken an, ey. Kleiner geht's wohl nicht mehr. Jetzt muss man reinstellen halt, ne? Das ist ja.
Das ist ja bei mir in der Badewanne der Platz. Wo geht's hier lang? Hier war das Schwimmbad, ja? Genau, das Kneippbecken. Oh, guck mal, was ein alter Schränk. Hier, wenn du dich überlegst, guck mal hier, die alten Schränke. Die haben wir auf der Arbeit immer noch. Und mein Spind ist genau dasselbe. Mein Spind auf der Arbeit ist genauso groß, nur nicht genauso dreckig, aber genauso. Ach, guck mal hier, ja, geht's auch noch weiter. Komm, wir gehen erstmal hier lang, Leute. Weil wir sind jetzt am Schwimmbad. Ja, genau. Okay. Ja, die Kabine. Genau, hier ist ein Lager. Technik. Oh, guck mal hier. Alte Toilette. Nee, guck mal hier, das hier. Die hier, den, ja, ist Efeu reingewachsen ist hier. Hier geht's hoch. Hier Kühlhaus. Ja, hoch gehen wir nachher, ha? Auch so Lagerräume hier. Guck mal, schön. Ach, guck mal hier, dieses alte Trittchen hier. Wie alt das schon ist. Omas Trittchen. Oh, hier ist ja noch was drin. Guck mal hier. Ey, das gibt's doch gar nicht. Gossen aus Beton. Nee, guck mal, Bembel. Was haben wir so weit von Frankfurt entfernt, Bembel hier zu suchen? Was denn da drin? Bist du bescheuert? Das hab ich auch erst gedacht. Sieht so aus, gell? Ganz einfach so Ytongstein oder so. Ja, was das mal war, gell? Und warum ist da lauter so Getreide drin? Ach, guck mal, das war. Weißt du, was da drin war? Ich weiß, was das ist. Weinflaschen. So. Weinflaschen. Ja, sieht man es noch. Genau. Das war mal ein Weinkeller. Was fehlt denn? Weißer Sack, roter Sack, weißer Sack, brauner Sack, fauler Sack, schmuler Sack. Muss man nachtragen. Das geht nicht. Boah, das ist eine Pause. Obwohl, das sind immer dick Dinger, mache ich. Oh, guck mal hier. Was ist denn das? Guckt euch das mal an. Was ist denn das? Teigmaschine. Hör mal, die muss irgendwas gemacht haben und dann da reingeschüttet. Das ist eine Schleifmaschine. Aber so nicht, so nicht. Und dann kommt der Dreck raus. Keine Ahnung. Was ist denn das hier für? Ja. Sogar die Papierrolle zum Abdecken. Krass. Aber hier ist schön sauber alles, gell? Mach mal auf, bitte, das Ding. Mach mal auf. Ey, da ist ja noch was drin. Guck mal, wieder ein Waffeleisen. Da unten ein altes Waffeleisen. Ja, darf ich das mit den. Darf ich das mal so richtig sehen? Alt. Ja. Altes Waffeleisen. Ja. Diverse Unterlagen. Ja. Mal auf. Super. Wir schaffen das. Zitronenpresse. Akten, die zeigen wir lieber nicht jetzt. Nee, das sind. Da gibt es wieder Ärger, weißt gibt's du? Gibt es wieder Ärger, ja, das sind. Aber das sind Patientenakten oder sowas. Aber wir haben nicht nachgeguckt, weil das ist. Da reagieren viele empfindlich dann, weißt du? Ja. Hier bezahlte Rechnungen sind hier. Bezahlte Rechnungen, das ist ja noch okay. Oh. Wollen wir mal einen Blick in das Zimmer vom Team Urbex Discovery werfen? Steven, du kannst auch mal wieder aufräumen. Guck mal hier, Rechnung 92, 1990, 91, guck mal hier. So alt sind die schon hier. Ja. 90, 91, ja. Oh, 92, 89 sogar schon. 89, ja. Guck mal nicht rein. Nee, machen wir wieder zu, das ist Datenschutz wieder. Ja, ja, sonst gibt's wieder Ärger. Was ist hier drin? Auch wieder. Akten, Onmos. Ja. Pass auf hier mit dem Film, da unten liegen Essensmarken von der Klinik hier. Na. Ganz viele Bücher. Guck mal, viele Bücher hier. Ja. Aber schön, dass man nicht alles raus. Ja, ja, es ist echt schön, dass die da noch drin sind, ne? Normal reißen die alles raus. Ja. Hier ist eine Küche hier neben, müssen wir nicht zeigen. Weil da muss ja nicht reingehen jetzt. Du gehst. Guck mal. Ja. Hey, cool. Guck mal, hier steht noch was drin, Elisa. Ja. Oh ja. Das ist geil. Weil, weißt du, die machen immer so Fotowettbewerb. Ja. Ich habe überhaupt keine Fotos mehr. Nee?
Sieht so ein bisschen dekoriert aus. Guck mal, was ist denn das hier? Lichttherapie. Genau. Nee, guck mal. Da ist so ein Art Drehdings drin. Wehe, macht jetzt die Tür zu. Guck mal, das dreht sich hier dann wahrscheinlich. Wahrscheinlich hast du dich da drauf gestellt und dann hat sich das gedreht. Sieht aus wie so Pornoschein. Ja. Krass. Und was ist das für ein Teil? Da mache ich auch noch mal ein paar Fotos. Schwesternzimmer. Schwester, Schwester. Für mich bist du wie Sahnetorte. Ich möchte dich mal probieren. Nee, ich werde jetzt hier nicht zum Sänger. Oh, Entschuldigung. Ja, ich kann auch nichts, jetzt hat es geklemmt. Entschuldigung. Ja. Ich muss aufpassen, hier steht teilweise überall der Name. Guck mal, hier versteckt. Irgendwie so ein Alarm oder sowas. Guck mal, hier im Schrank. Im Schrank versteckt. Oh, ja, für die Krankenschwester halt. Ne? Wir haben ein paar Patientenzimmer hier. Ja. Ey, guck mal, Couch, alles noch drin. Ja. Ja, Gott sei Dank, das ist schön. Ein bisschen altgebacken eingerichtet, aber. Naja, das ist halt. Hallo! Ich bin begeistert. Ja. 135, es sieht so aus. Ja. Ach, guck mal, mit Telefon noch hier. Ja. Alter, gemütlich. Guck mal, fein säuberlich hier. Guck, die Stühle hoch, damit man saugen kann hier. Da, hier, als könnte einer morgen einziehen. Damals hochgelegt? Ja. Guck mal, das geht, die Klinik geht noch da um die Ecke. Warte mal, ich zeig dir das mal. Hier. Da um die Ecke noch. Da können wir noch mal schön hingehen. Ja. Zum Schluss noch ein paar Außenaufnahmen. Guck, guck. Geht der Strom noch? Nee, der Strom geht ja noch nicht. Ich habe ja noch keinen Sicherungskasten gefunden. Doch, habe ich. Aber ich. Irgendeine dumme Angewohnheit muss ich ja auch haben. Ja, ich glaube, 132 sieht ähnlich aus, nur seitenverkehrt. Brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Hier können wir eigentlich durchlaufen, oder? Was meint ihr zwei Hübschen? Sind nur Zimmer, gell? Sind nur Zimmer, die alle gleich aussehen. Ja, nee, hier sieht es nicht gleich aus. Guck mal, hier ist kein Teppich drin. Ah, das ist auch so ein. Das war vielleicht die ist auch nur. Ja. Irgendwie sowas, ja. Guck mal, hier kann man rausgucken. Draußen ist, glaube ich, noch so eine alte Tischtennisplatte und sowas. Da können wir, aber nachher können wir mal rausgehen. Was ist denn das hier? Toilette oder sowas? Abstellkämmerchen. Ja, aber mit, guck mal, Abstellkämmerchen mit Fenster drin. Guck mal, wenn du hier reinguckst, hier ist ein Fenster drin. Guck, guck. Und hier ist ein Zimmer mit Doppelbett. Also, ja, ist ein bisschen privat angehaucht. Ja, irgendwie schon, ja. Das Krankenhaus, gell? Ja. Ist so eine Privatklinik. Ich schätze, wie lange ist leer? Ich muss mal gucken. Ich meine, ich glaube 10 Jahre ungefähr. 20. Aber ich gucke noch mal nach. Ja, wenn, so, eigentlich kann man so zählen. Irgendwo ist auch der Eingang, da ist so ein Brunnen, ja, aber da ist ja schon relativ viel kaputt. Was ist denn das hier? Servierwagen oder sowas, ne? Ach so, genau, Servierwagen. Ja. Haben wir doch viel zurückgelassen, ja. Riechst du das, diese Wäsche? Ja, genau, ja, riecht, ja. Das riecht nach Linolit. Nee, weißt du, was das ist? Guck mal, jetzt wissen wir, was man hier. Das Pulver, Inolit. Aktivpulver? Ja, das riecht so. Das kriegst du auch nicht raus. So, hier aber. Wir könnten mal eigentlich ein Päuschen machen. Weißt du was jetzt? Oh, bin ich erschrocken. Oi, Gude. Alles gut, mein Schatz. Alles gut, wir machen dir nichts. Wir tun dir nichts. Hallo. Ich bin eben erschrocken. Da bewegst du dich mal. Na, hier ist schön warm, gell? Kann man dich streicheln? Nee, nee, nee. Hm? Das sieht so scheu aus. Ach komm, bist du scheu? Stefan, nicht, dir Angst. Oh, ja. Die hat doch keine Angst. Vor mir brauchst du keine Angst. Ja. Ja. Das ist okay, wenn wir ein Foto machen, wegen Datenschutz und sowas, ja? Wir tun ja nichts, gell? Ach was, was soll man tun? Wenn ich was zu fressen dabei habe, hätte ich was gekriegt. Guck mal, ist nicht was. Aber hab nichts. Guck mal, hier ist noch sogar das Bett noch gemacht. Das Bett ist noch gemacht. Guck mal, so, was ich nicht verstehe, wenn ich weiß, morgen ist eine Klinik geschlossen, wieso leere ich dann noch den Mülleimer und mache noch eine neue Tüte drum? Ja, ist manchmal. Keine Ahnung, vielleicht hat jemand hier gewohnt oder so. Ne? Jetzt haben wir einen Verfolger, hm? Wir werden verfolgen. Das Gebäude. Ne?
Aber du, da bist du jetzt oft, da bist du jetzt aber oft im Fernsehen. Ist das schlimm für dich? Nee. Nee. Sowas kommt immer gut an. Hm? Mit. Hm? Kommst du mit? Dann lass mir die Tür offen. Das ist toll, dass wir sowas auch erleben. Und jetzt kommt die Zement für die etwas gehobenere Klasse. Die gehobene? Die geschnittene, moderne. Ja. Oder das ist vielleicht mal renoviert worden. Ja. Guck mal, da drüben geht die Klinik auch weiter. Da drüben ist auch noch ein Klinikgebäude. Pass auf da drüben, ne? Ja, ich passe auf, ja. Wenn hier reinguckt, der Teppich allein schon. Ich geh mal. Ich guck mal mit Teppich. Das ist nur ein Stroh. Als wären hier Tiere gewesen, gell? Wir haben Tiere gehalten. Auch nichts kaputt, gell? Schön. Den Haupteingang haben wir auch noch nicht gefunden. Wir haben ein Zimmer. Mal gucken, ob hier noch was drin ist. Nee, doch. Das ist so Auflagen oder sowas. Was haben wir hier drin? Nix. Also die Möbel sind noch... Hier, Leute, die Möbel sind noch top in Schuss. Top. Da ist nichts mehr. Schönes Licht hier. Schöne Zimmer. Ach, guck mal hier mit Regal drin sogar. Ja, da habe ich in manchen Hotels schon schlechter übernachtet. Ja. Aber wirklich, ich glaube, jetzt wissen wir auch, wo der Stroh herkommt, ne? Ja, aus der Tür. Das Stroh? Aus der Tür. In der Tür ist tatsächlich Stroh drin. Das kann doch jetzt nicht wahr sein, ne? Ja. Haben die Tür mit einfach ein bisschen Folie? Würde ich so habe ich das noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Na ja. Stroh in der Tür. Der eine hat es im Kopf, der andere in der Tür. Ja. Guck mal ran, was ist denn da? Ich folge Elisabeth mal. Schönes Zimmer. Schön. Ja, das ist gar nicht verkehrt. Guck mal hier, eigentlich auch, guck mal, schön groß. Ja. Jedes Zimmer ist von der Aussparung. Ey, guck mal hier, und das Klo da mittendrin. Dusche drin. Ey, das ist ja Wahnsinn hier immer, ohne Spaß. Mit Dusche, alles schön. Ich finde es schön hier. Ich glaube, das war mal richtig schön. Vandalismus, das ist sehr gut. Ja, es hält sich hier in Grenzen, das ist echt mal schön, das ist mal eine willkommene Abwechslung. Guck mal, auch hier, guck, hier ist zum Beispiel ein Sofa drin, das war da hinten nicht drin. Mhm. Und guck mal, hier sieht es aus, als würde morgen jemand kommen. Ja. Guck mal, warte mal kurz. Ich kann den Ordner nicht so zeigen. Guck mal, ich kann den Ordner nicht so zeigen. Also Verlängerungsangebot 1997. Das heißt, 7 Tage hat gekostet 693 D-Mark. Ach du lieber Gott. So, guck mal, da steht noch D-Mark hier. So. Krass, gell? So, ich mach mal die nächste Seite. Guck mal, hier ist wieder andere Zimmer hier. Obwohl, ist eigentlich schön. Also, ich weiß nicht, mir gefällt das hier. Mir hört es auch als... Ja, mir hört es auch als Zimmer. Komm, ey, mit Balkon. Das sieht aus wie so ein Hotelzimmer, gell? Ja. Na gut, ich nehme an, das war so eine. Das war ja eine Reha-Klinik. Keine Minibar. Ja, gut. Hm? Was denn? Zeig nochmal. Zeig das nochmal in die Kamera, bitte kurz. Könnte von mir sein, das Motiv. Sieht cool aus, ne? Fast profihaft. Aber wirklich. Was ist denn das für ein Handy, sag mal? Ja, ein 9 Plus. Samsung 9 Plus. Kann ich mal nicht mehr. Das kann ich mir nicht leisten, tut mir leid, da muss ich passen. Ja. Nee, ich mach Spaß. S9. Ja, nächstes Jahr, Februar, dann nehme ich an. Ach, wieso? Das ist doch gut. Ja, du, die neuen Handys sind nicht unbedingt besser wie die alten. Was sollen da noch dazukommen? Ja, aber nach 2,5 Jahren irgendwann Akku, weißt du, wird auch schwach. Also geht schnell leer. Das Ding natürlich geknackt. Ja, das Ding haben sie geknackt. Du, guck mal, wo die Tocken reinkommen, war nix. Wie nix, ja. Das war ja auch mit Münz zum Münz. Das war so Tocken, war ja. Guck
kommt immer, in Egalungen sind immer AEG, gell? Immer AEG, ja. Klein aus, die Maschinen. Ja, ja, gell, so, was ist so, 5 Kilo ist eine Maschine, oder ja. Und dann auch noch in der Schräge drin hier, gell, in dem Schrägezimmer. Damit es schön in die Wäsche hochrutscht. Ja. Bitte beachten Sie, dass Programm 6 keinen Schleudergang beinhaltet. Aha. Also Schleudern verboten. Hm. Hier wird nicht geschleudert. Das ist halt, was ich brauche, noch damit drin. Ja. Guck mal, da steht eine Thema. Oh! Jetzt machst du noch Klappen. Entschuldigung. Was steht da? Eine Thema. Oh. Eine Thema, ich wollte es eigentlich nur zeigen. Anne, dann fällt mir das hier runter. Der ist heute wie ausgewechselt. Team Urbex Discovery freut sich der Locations heute. Oder ist der, bist du der Grund dafür, dass er sich so freut? Nee. Wer weiß, wer weiß. Aber das wäre in Ordnung. So, hier ist auch wieder so ein Zimmer. Sieht aber ähnlich aus. Also mir gefallen die Zimmer. Die waren schön geräumig, schön groß. Ja. Ah, nee, 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 hier muss ich aufpassen. Da geht's raus zur Straße. Da kann einen jeder sehen. Man nennt ihn auch das Ohr. Ja. Ja, im Prinzip ähnelt sich das hier, gell? Aber guck mal hier, überall diese Federn, ja? Das waren Tiere, ja, ja. Das könnten Waschbären gewesen sein oder sowas. Oder Stefan. Guck mal, der Telefonhörer da, der da hängt. Sieht irgendwie total unheimlich aus. Okay, ja. Ja. Noch 7 Tage. Das ist was da drin gewesen sein kann. So ein Panzerzahl oder so. Können wir ja mal hingehen. Ich würde sagen, dass wir jetzt mal runtergehen. Genau, weil da muss auch noch irgendwo so ein Brunnen sein. Und da ist hier noch mehr zu sehen. Das Ding ist noch groß. So, das hier war mal der Eingang. Wahrscheinlich Cafeteria und sowas. Ah, Entschuldigung. Es ist, wenn es ein bisschen warm wird, habe ich etwas Heuschnupfen. Ey, riesengroß. Guck mal, eine Spülmaschine hier. Eine Spülmaschine. Das sind, guck mal, Tellerwärmer hier. Das sind diese Tellerwärmer. Kannst du abmachen? Ne? Guck, und da kommen die Teller rein. Hier, Tellerwärmer. Was eine Riesenapparatur, nur um Teller warm zu halten. Ah, ja. Oh, sowas hat man hier. Das ist ein Dosenöffner. Ist es hier? Da hat man so. Das ist ein Dosenöffner. Da hat man eine Dose hingestellt, so bam, dann runtergeknallt. Und dann. Was haben wir hier noch? Oh, was eine riesen Herdplatte. Das ganze Ding ist eine Herdplatte hier. Guck dir das mal an. Und auch, wie darf es in keiner guten Küche fehlen? Das ist leider kaputt. Hier ist was ist denn? Eintopf. Hier eine Fritteuse. Wieder Herdplatten. Was ist das hier? Was kann das gewesen sein? Ach, da vielleicht ein Warmhaltedings für Klöße oder sowas, mhm. Gell? Oder Nudeln. Ja. Und da war, was war das? Das würde ich sagen, war so die Vorbereitung. Die Theke für die Vorbereitung. Gut, das ist alles drin, ne? Sag mal, was ist denn da drin? Guck mal hier. Sollen Sie mal aufmachen? Sieht nicht aus. Jetzt warte, was mal. Ist denn das hier? Ich wollte ja sagen, hier, das sieht aus wie eine Leichenkammer hier. Aber ich vermute keine Leichenkammer in der Küche. Was ist das hier? Keine Ahnung. Das könnte ein Gefrierfach sein. Gucken, was das hier ist. Oh! Ach, mal, das alte Ofen hier. Ey, das ist ja uralt, ey. NF. Neff. Bekannte Marke. Ja. Gibt's die noch? Ich weiß es nicht. Ich glaube bestimmt nicht mehr. Hier kommt auch Wasser rein ins Gebäude, merkst du es? Die Decke ist eh durch. So, von der Küche. Gehen wir mal hier lang.
Oh, hier ist ja noch ein Keller. Erschrocken ein bisschen. Oh, es ist hier schon verschimmt. Ey, ein alter Fernseher. Weißt du, was auch in vielen alten Kliniken üblich war? Eine Bar für jedermann. Da konntest du was trinken, ne? Und also ich wüsste bessere Location als in der Klinik. Irgendwo, was? Hast du sogar einen Eingang gehabt? Willkommen. Ja, oft. In der anderen doch auch, in mehreren Kliniken schon. Ja. Relativ noch guten Schuss. Ja, das ist gar nicht so. Achtung. Nee, das ist Feierabend. Ich möchte mal nach Hause jetzt. Ja, ich hätte gern ein Bier bitte. Alkoholfrei, ich muss noch fahren. Ist die Küche jetzt zu? Ja. Wo kriege ich jetzt noch was? Entschuldigung, habe ich sie schon zu? Ja gut, ich mache eine Ausnahme. Mach eine Ausnahme bitte. Ein Bier bitte. Oh. Das korrekte, inkorrekte Kabel, Mann. Ja. Das waren die Toiletten. Okay, gut. Das war hier die Bar. Ein letzter Blick nochmal. So, das war nochmal die Bar. Die zweite. Hier konnte ich da Jacke aufhängen. Was ist denn dieses blau-weiße Auto da draußen? Was steht da? Poli? Nee, war nur Spaß. Ein bisschen Spaß machen. Irgendwas stimmt hier mit meiner Kamera nicht. Ein Kühlhaus. Zwei mit Glastür da drin sogar. Hier stand dann das Geschirr hier. Weißt du, wie teuer diese Spülmaschine ist? Ja, komischerweise nicht ganz geschehen. Es klingt wie eine Beschwerde. Sag mal, diese Heizungen, warum sind die immer so verbogen? Kann das an Winter liegen? Wenn es kalt wird irgendwie oder. Ach ja, stimmt. Dann kann sich die Form verändern. Krass. Glaube ich. Das ist so gemacht, Leute. Nein. Nee, das glaube ich nicht. Wie kann das. Das ist doch rausgerissen. Aber wie gucken wir das überall so Stücke aus? Nee, aber dann wär's ja überall gleichmäßig, Schätzchen. Nee, das ist. Guck mal, das ist rausgebrochen. Ich glaube, das kommt vom. Das kann schon sein. Vom. Probieren wir, ob es geht. Ah, es sieht man es kaputt. Ich fange gleich an zu tanzen, wenn das immer. Il Tresoro. Ich habe schon versucht, den irgendwie aufzuflexen. Die sind doch so bescheuert. Was soll denn da drin sein? Als ob die alles. Echt, was ein Ding, gell? Überleg mal. Voll edel, gell? Auch noch verkleidet. Ja gut, das war auch, damit man es nicht so nach draußen hat, das Schallschutz. Guck mal, die anderen. Die Zellerei, das ist irgendwie interessant. Mit Telefonbuch. Ja, mit Telefonbuch, das gibt's ja heute gar nicht mehr. Ich habe meinen Andenken schon gefunden. Weißt du, wie viel da oben, ich möchte nur wissen, wie viel da oben drauf gesessen haben und dann telefoniert haben. Jeder. Aber warum ist da so ein Absatz drin, ja? Ja, vielleicht. Büro? Was ist denn das hier? Guck mal hier, da war überall. War hier was rein? Gesetzt? Oh, guck mal, hier hat man Disketten verbrannt. Das waren Disketten. Oh, was ist denn da noch drin? Akten drin. 97. Sachkonten. Also das Ding muss 97, also um die 97. Hier Reha-Report. Wir wollen jetzt hier nicht wegen dem Datenschutz, dass wir wieder eins auf den Deckel kriegen. Warte. So, jetzt sind wir im Keller, gell? Ja. Nee, nicht ganz, geht nochmal runter. Guck mal, da ist dieser Brunnen. Ja, das ist die. Aber da, wo die drin war, mit der ich gesprochen habe, da war noch viel mehr drin. Was,
Ja, das war der Brunnen. Eigentlich schon, ja. Hier war die Rezeption. Die haben das ausgeräumt. Ich kann dir mal Bilder von dem Mädchen zeigen, die hier drin war. Da war viel mehr drin. So schön war es doch jetzt nicht. So, gehen wir mal einen Schritt weiter. So, wo wollen wir hier hinkommen? Ist auch ein Raum hier. Kleiner Raum. Gehen wir einen Schritt weiter. Wo seid ihr überhaupt? Hallo Leute! Wo seid ihr denn? Ah, hier ist er, der. Das hier habe ich fotografiert. Das ist ja der Hammer. Das ist nicht mal beschädigt. Ich frage mich, was. Guck mal, das siehst du im Monitor noch was eingebrannt. Guck mal. Ja, hab ich so gesagt. Hammer hat. Richtig eingebrannt, gell? Ja. So schlecht waren die Monitore damals. Ja. Aber ich frage mich, was da drin ist. Was gut Bock abgibt. Warte, hier brauchst du einen Moment, ja? Ich hoffe, dass es kein Blut ist, was da unten rumschwirrt. Bist du dir da sicher? Nee, ich sehe es so schon. Lass es mir. Bist du dir sicher? Das ist doch mal jetzt. Obwohl Blut bleibt doch nicht ewig rot. Ja, das Blut gewinnt ja. Ey, hier ist ein Nest von Mücken, gell? Schon, ja. Ja, geiler Computer, ey, uralt, ey. Bodyscreen, was auch immer das ist, wurde hier gemacht in dem Ding. Guck mal, da hast du dich reinsetzen müssen, da war dann so ein Stuhl. Druck oder was? Keine Ahnung, Bodyscreen, was auch immer das ist. Ich hab keine Ahnung. Da hat man sich reingesetzt. Und der Computer hat dann, glaube ich, irgendwelche Frequenzen, Herzfrequenzen oder so aufgenommen. Mhm. Kann man im Internet googeln. Ja, das guckt man bei die Screen. So, wo war die Badewanne? Ah, hier, gell? Ja, aber das gehört dazu. Ja, natürlich. Ja. Ah, ja. Ey, was ist denn quietschrot? Ja. Sieht ja aus. Das sieht irgendwie aus so wie Material von so einer alten Wasserrutsche, finde ich. Ja, gell? Jetzt wo du sagst, von Schwimmbad. Was sind Wasserrutsche? GFK ist das, glaube ich, für Material. Ne? Je nachdem, heute ist ja mittlerweile der Edelstahl, aber damals, ich gehe da jetzt nicht so durch wegen den ganzen Fliegen. Mhm. Ja. Umkleide, ja. Ich guck mal hier, was hier noch ist. Das ist auch nochmal eine Badewanne hier. Ja, hier ist noch eine schönere. Komm hier. Das war gut, dass ich geguckt habe. Warte, wo denn? Ja, ich komm zu dich. Ich komm zu dir. Ja. Das muss man auch irgendwie. Aber die sieht man fast jeder Klinik, die Dinger. Ja, aber ich fotografiere es trotzdem. Ja, natürlich. Nee, dann lieber die hier, die sieht besser aus. Ja, da ist ein bisschen mehr Licht auch. Bisschen dunkel. Obwohl, ich kann dir nicht machen, ne? Das ist ja nicht das Problem. Ach so. Weißt du, Elisabeth, was das ist? Mhm. Ey, das habe ich schon ewig. Hier ist ja noch in D-Mark. Ja. Ein Münztelefon. Ein Münztelefon? Ja. Ja, ich muss nur aufpassen, dass ich den Standort nicht erkennen kann. Da steht der Standort drauf. Das ist ein Münztelefon. Ey, da erinnere ich mich noch dran. Klack, 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 klack. 80er Jahre? Ja, und dann hast du hier. Hast du immer, nachdem du aufgelegt hast, hast du klack, klack, klack gemacht. Ja. Und dann hast du immer geguckt. Es war schon, war aber nichts drin. Aber du hast trotzdem reingeguckt. Ja, diese Kamera verbraucht viel Batterie. Ja, was ist denn das hier? Was war denn das hier? Massage oder was? Das muss ja eine richtige Anmeldung, in der Klinik eine große Anmeldung sein. Das, ja. So, hier ist, was ist denn das hier? Ich würde sagen, dass das Massage ist. Das war 100 Pro, war das Massage. Therapie, ja genau, hier so Ergo-Sporttherapie, hier ist nichts. Und da und wieder grüßt die Sprossenwand, erst im Hotel gesehen, jetzt hier. So, und hier war extra eine automatische Tür,
die dann aufging, dass du nach draußen konntest. Guck, Tür auf und dann. Wo hängt das Telefon? 7 Tage. Nee, warum erinnert mich das immer daran? Gymnastikraum, bitte nicht mit Schuhen betreten. Sieht mal, ey, mit Schuhe ausziehen. Nee, habe ich keinen Bock. Das könnte aber auch sein, dass die Klinik aus Brandschutzgründen geschlossen worden ist. Wir wissen jetzt, wenn es brennt, hier rauskommen. Zum Beispiel. Stimmt. Ja gut, da heißt es, haben die das Fenster. Aber... Hier sind wir wieder am Schwimmbad. So, hier sind wir praktisch da wieder zurück, wo wir hergekommen sind. Und ich würde sagen, mit diesen Bildern verabschieden wir uns auch wieder von dem Video zusammen mit Team Urbex Discovery. Erstmal ciao. Und Elisabeth, ciao. Wenn ihr wollt, es gibt noch ein paar Bilder zu sehen. Zum Schluss, wie immer jetzt, wie mit Musik noch untermalt. Bleibt gesund, lasst ein Like, Kommentar da. Wir freuen uns auf alles, was Sinn macht. Und bis zum nächsten Mal. Euer Hospitant, ciao.